Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Das ist das erste Video von der Saison 2022. Und ich habe mir so ein bisschen vorgenommen, dass ich euch ein bisschen mehr zeigen will als immer nur Prüfungen. Deswegen beginnt das Video auch schon heute, das ist erst Freitag. Und ich werde morgen starten in Bern, eine kombinierte Prüfung B1. Das heisst zuerst das Dressurprogramm CC B1A. Und dann noch ein Springen 90 cm. Das Dressurprogramm bin ich einmal geritten. Das Video habe ich hier auf der linken Seite, in Thun bin ich schon die kombinierte Prüfung geritten. Und es ist... ja, also das Programm liegt uns nicht ganz so gut, weil zum Beispiel die Galoppverstärkung ist auf der grossen Welt und da lernen wir mir recht Mühe. Aber alles in allem geht es eigentlich ziemlich gut, wir haben es jetzt ein paar Mal geübt. Es ist natürlich jetzt Anfang, Ende Januar und ja, der Lemmy ist irgendwie so ein bisschen, also im Dressur ist er gar nicht locker und so und das soll gar nicht ein Turnier sein, wo wir mega den Erfolg haben. Sondern es geht so für mich darum, so zu schauen, was dass wir in den nächsten paar Wochen dann werden müssen trainieren. Das nächste Turnier ist in einem Monat. Da werden wir die Dressur starten in Eiswil und in zwei Monaten dann zwei kombinierte Prüfungen, wahrscheinlich in Lenzburg. Das ist noch nicht ganz sicher, aber das wird so, also es wird nicht gerade nächste Woche mit dem Turnier weitergehen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. So, ich habe den Lemmy jetzt gewaschen und im Moment ist es etwas mühsam, weil das Wasser halt noch abgestellt ist. Da musste ich ihn mit Kesseln wieder waschen. Und was ihr dann gesehen habt, ist, als ich den Schweif noch ausbürstet und noch ein bisschen geschnitten habe, habe ich ihn bei den Fesseln, habe den Behang schon heute Morgen vor dem Mund nach dem Ausreiten ein bisschen geschnitten und habe jetzt da noch etwas weiter gemacht. Damit es morgen so einigermaßen gut aussieht, weil er hat im Winter immer sehr starken Behang und es sieht immer ein bisschen so unsportlich aus, gerade in der Dressur. Und jetzt ist er wieder in der Box und dann muss ich ihn dann noch zöpfeln, aber da muss man mich am 4. reiten, weil es der 4. ist, möchte ich ihn nicht gerade dann zöpfeln, weil es sonst mega unruhig ist, währenddessen sie weg sind. Und deswegen warte ich jetzt ein bisschen, wird er sicher Ledersachen mal putzen. Und dann muss ich ihn dann noch zöpfeln. So, der Lemmy hat jetzt schon seine Akku-Horsemen drauf und frisst Heu. Und ich werde mich jetzt daran machen, ihn schnell zu zöpfeln, da es doch relativ kalt ist, fang ich schon ein bisschen spät. Und dann gehen wir mal zu. So, wir sind jetzt ja noch nicht ganz in der Hälfte. Wir sind aber Gummeln ausgegangen. Und dann mache ich aber kurz eine Pause, damit ich wieder etwas fressen kann und sich nicht mehr ganz so aufregt. Dann machen wir noch weiter. Und dann sind wir ja auch schon bald fertig. So, wir haben es tatsächlich geschafft. Es sind jetzt nicht gerade die schönsten Zöpfchen, aber so für die ersten dieses Jahr finde ich sie gar nicht mal so schlecht. Jetzt decke ich ihn noch für die Nacht eindecken. Ich werde ihm das Hausteil noch anlegen, das wir mal zum Testen bekommen haben. Er hat es bis jetzt noch nie angehalten. Und ich möchte es mal testen, ob vielleicht dann nicht 1 Million Stroh in Mähne sind. Und solange er ja die dicke Decke drauf hat, kann man das gut dran tun. Und deswegen werde ich das jetzt mal ausprobieren. So sieht er jetzt aus mit dem Hausteil dran. Ja, ich weiß nicht, ob es so viel besser ist. Weil es sieht schon so aus, als wenn er den Kopf weg, das hat nicht mehr drüber rapset. Aber ich probiere es jetzt mal aus. Vielleicht täusche ich mich auch.
Und sonst wissen wir es auch. Ich werde morgen sicher genug Freestyle kommen, dass ich sie noch ein bisschen korrigieren kann. Ich habe jetzt schon alles eingeladen. Ich brauche eigentlich nur noch das Schöne im Anhänger noch nicht gemacht. Dann ist es frisch einstehen. Dann den Lämmchen schnell ein bisschen putzen. Ich muss sicher genug früh, falls die Zöpfe nicht gut sind. Morgen werde ich immer noch die Magnetfeldtechie drauf tun. Und Mina möchte auch Hallo sagen. Hallo Mina. Und ja, dann fahren wir mal los. Schauen mal, wie das so kommt. So, wir haben jetzt Samstagmorgen. Es ist noch ziemlich früh. Und ich gehe jetzt in den Stall und schaue mal, ob der Lemmy seine Zöpfe ganz gelassen hat. Dann nehme ich noch die Magnetfeldtechie drauf. Machen den Anhänger langsam fertig und dann geht es schon mal los.
Ihr habt jetzt die Videos von den beiden Umgängen gesehen. Es ist jetzt schon der nächste Tag. Ich habe die Videos auch geschaut und ich muss sagen, sie stimmen relativ mit meinem Gefühl wirklich überein. Im Dressur war er sehr, sehr ruhig, was mich ein bisschen verunsichert hat, weil er sonst immer sehr angespannt ist. Und dann habe ich mich halt nicht so dafür gehabt, ein bisschen mehr zu treiben, weil ich im Training ist er dann manchmal komplett ausgerastet. Und dann habe ich gedacht, ich lasse ihn schön treffeln. Es ist halt dann auf dem Platz ist natürlich dann gestanden, ja, dass der Schwung ein bisschen gefällt hat. Aber alles in allem haben wir sehr, sehr gute Noten bekommen. Wir hatten ja einen kleinen Fehler drin gehabt, beim Rückführen aus dem verstärkten Galopp in Arbeitsgalopp. Dann hat er eine kurze Ecke gelotzt und dann ist er in die Trappe gegangen. Das hat bei einer Richterin ein Vierer gegeben, der andere hat es nicht gesehen. Oder es hat auf jeden Fall keinen Abzug gegeben. Und sonst war eigentlich alles wirklich für unsere Verhältnisse sehr gut gewesen. Wir haben sogar eine 7 drin. Und sonst viel 6, 6,5, ein paar 5,5 zum Beispiel halt im Schritt. Aber das ist schwierig aus ihm, wenn er so schon nur leicht angespannt ist, halt den Schritt wirklich auszureiten. Gerade in dem Programm, wo man aus dem Trab geht, die Starkschritte gehen sollte. Das ist für ihn relativ schwierig. Und dann vor bei den Richtern, bei denen so Gasofilien, hat er halt immer so ein bisschen geschaut. Also es war wirklich schon sehr viel besser als in den ersten Dressuren. Und dann ist es Springen weitergegangen. Da war der Abbeplatz sehr schwierig. Es hat mega viele Leute gehabt und es war irgendwie eng. Jemand ist sogar noch geschlagen worden. Und dann ist mir über Funk vorgeschickt worden. Wir sind vorgekommen und es ist gleich noch irgendwie 5 Reiter gegangen, bis ich dran war. Und alles ein bisschen Chaos. Und dann habe ich einfach probiert, wirklich trotzdem locker und ganz ohne Erwartung einzureiten. Ja, ich bin fast nicht reingekommen, weil dort mit so durch ein Zelt irgendwie in die Halle reingereicht und es hat sich ein bisschen komisch gefunden, aber dann waren wir drinnen. Drinnen hat er sich eigentlich, also ja, es ist eine sehr lugige Halle hier in Bern und dort sind wir auch noch nie gesprungen, ausser halt Indoor-CC-Trainings. Aber es waren auch so lugige Sprünge, ein bisschen etwas gezeigt und dann haben wir angefangen. Und ich muss sagen, also klar, mit den neuen Trends ist noch nicht so. Steuern ist noch nicht so ganz. Es hat so zwei Wände, die ein bisschen abgehackt waren. Aber es war wirklich eine gute Runde. Er ist schön flüssig gesprungen. Er hat eigentlich nicht so viel geschaut. Und abgesehen von davon, dass ich beim letzten Sprung zuerst fast einen Falschen genommen habe und dann im letzten Moment umgeschissen habe. Also meine Leistung war nicht so gut, muss ich sagen. Ich bin wirklich nicht so gut geritten. Aber der Lem hat es perfekt gemacht und ist tatsächlich noch gesprungen, obwohl es wirklich ein schwerer Parkour war. Und ja, im Dressur sind wir dann, also es waren 45 Startende, im Dressur sind wir mit 60,87% auf Rang 27 gewesen. Und im Springen haben wir noch gehabt, aber nicht ganz so eine schnelle Zeit, dort sind wir 17 gewesen. Und gesamthaft war es dann der 21. Rang gewesen. Ich muss aber sagen, das Feld gestern in dieser Prüfung mega, mega stark war. Ich habe dann so ein bisschen geschaut, die meisten Reiter haben Dressur und Springlizenz, viele Rossi irgendwie 1,20 klassiert oder halt L- oder M-Dressur sogar. Es hat viele Ross, die auch CC bis B3 klassiert sind, aber alle in dieser Prüfung sind gestartet. Und da muss ich sagen, also da müssen wir uns gar nicht verstecken. Ich bin immerhin ja BR90 und 90 war Springen und im Dressur bin ich 1,1 Mogi A3 klassiert. CC 1 ist in einem Welcome. Und also für das muss ich sagen, es war so ein starkes Feld gewesen und ich habe nie gedacht, dass ich die erste Hälfte arbeite. Und als 21. bin ich ja gerade drinnen in der ersten Hälfte, also in der besseren Hälfte. Und alles ja, muss ich sagen, das war ein perfekter Start in die Saison gewesen. Der Lemmy hat das wirklich super gemacht und ich bin ganz, ganz stolz. Und jetzt ist noch ein Monat Pause, bevor es dann ins Film mit Dressur weitergeht, wenn alles nach Plan läuft. Und in diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.